Viertel vor sieben. Ich wusste, irgendwas war hier unten. Wir haben einen Totenkopf gefunden. Und wir brauchen wieder ein Emblem. So. Was war denn nochmal jetzt in diesem Raum? Boah, das ist doch schon ein bisschen her. Aber wie gesagt, ein zweiter Teil wird erscheinen und das Spiel wird gleich noch sehr cool werden. Hier ist wieder so eine Art Wimmelbild. Ich weiß nicht, ist das überhaupt ein Wimmelbild? Oh, das ist aber sehr unsicher. Ist definitiv kaputt. Vielleicht kann ich ihn mit Hilfe der Gebrauchsanweisung reparieren. Es ist zu dunkel, um etwas zu erkennen. Und ich habe natürlich jetzt gerade keine Taschenlampe, weil die draußen liegt. Eine Kelle. Ein Magnet. Kann ich das anmachen? Ich kann das Wasser, das Waschbecken erfüllen, wenn ich an den Stopfen komme. Okay. Stopfen dann. So. Stoppen. Dann anmachen. Der Wasserhahn fehlt. Ist da etwa etwas im Seifenstück? Kann ich das hier mitmachen? Seife. Gut. Und eine Kerze. Ah, Moment. Die Kerze kann ich jetzt nicht anmachen, aber... Streichhölzer? Ich hatte ja schon Streichhölzer gefunden. Die bräuchten wir ja eigentlich sowieso. Und sie hat sie einfach nicht mitgenommen. Bei den anderen Wimmelbildspielen. Wir brauchen die ja für das Eis. Gut. Wir haben Klebeband. Ich sollte zuerst das undichte Rohr reparieren. Ach, da oben. Hier. Das war ja einfach. Wir brauchen aber immer noch den Griff. Warte. Da kann ich das vielleicht machen. Okay, gib mir eine Sekunde. Ich hab's sofort. Seife. Magnet. Hey, das wuppte doch jetzt gerade so gut. Okay, ich kann hier noch rein. Warum kann ich hier noch rein? Das ist wirklich nur fürs Wasser. Was ist das hier? Ich brauche irgendwas zum Abschneiden. Übersehe ich gerade irgendwas? Ich hoffe, hier gibt es keine Strafe für zu viel Klicken. So war. Jetzt noch nicht. Ich wollte erst, dass ich nach zwei Stunden irgendwie nicht mehr weiß, was ich tun soll. Meine Augen brennen voll. Ich habe Seife. 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 Seife? Mich verarschen. Das war gerade noch nicht so. Den hier. Jetzt habe ich Wasser voll. Seife. Seife hat sich schnell aufgelöst. Oh! Ich kann es nicht mit bloßen Händen anfassen. Dann hier den hier. Das kannst du ganz vorsichtig anfassen. Was ist denn los hier? Nutze ich die Rasierklinge hierfür? Okay, die machen irgendwie Spaß, die Wimmelbildspiele. Dann haben wir eine Pinzette. Die könnte nützlich sein. Eine Pinzette. Für den Ring. Okay, alles klar. Und der Fleckenentferner für das Blut wahrscheinlich? Es versteckt sich nicht mehr. Etwas stand in der Ecke des Wohnzimmers und beobachtete mich. Ich wagte es nicht, das Licht einzuschalten und ging nach oben. Doch es ist mir gefolgt. Die Bretter hinter mir knackten, aber ich konnte mich nicht mehr umdrehen. Yeah. Oh! Ich muss Feuerzeug... Ah, so ist das gemeint. Okay. Hier fehlt eine Pferdekutsche. Die haben wir hier. Super! Was? Schiebe die Teile zusammen, damit sie dem Bild entsprechen, das du zuvor gesehen hast. In deinem Tagebuch findest du Hinweise. Gott, wie war das denn? Der Mond war irgendwo
Hier? Und die Sterne im Tagebuch, wo finde ich Hinweise? Ich habe das Bild ja noch gar nicht fertig gemacht. Ich habe das Bild noch nicht fertig gemacht, deswegen kann ich hier noch gar nichts machen. Ah! Gut. Ansonsten habe ich hier nichts. Wir brauchen eine Gebrauchsanweisung. Meine Schwester hatte sich verbarrikadiert. Leider hat das nicht geholfen. Mann, ich war doch nicht fertig. Junge Heather. Meine kleine Schwester Heather. Ja, ich weiß, wir wollen alle wissen, was da drunter ist. Mir wurde immer berichtet, dass Zwillinge eine spezielle Verbindung zueinander haben. Zwillinge. Aber ich war schon immer anders. Heather war sehr extrovertiert und wollte neue Erfahrungen sammeln. Sie hat sich immer gegen Autoritätspersonen gestellt. Es war ihre Idee, nach oben zu schleichen. Ich weiß nicht, ob es ihr Abenteuerdrang war oder sie unsere Mutter herausfordern wollte. Sie mochte es, dass es unserer Mutter nicht gefiel. Wenn sie bei den Laudius war, aber deren Haus war wirklich einzigartig. Sie zog so früh, wie sie konnte, von zu Hause aus in die Stadt und kam nur noch selten zu Besuch. Dann kam ihre Besessenheit in Bezug auf Mutters Tod und einer Verschwörung. Das letzte Mal, als ich Heather sah, beschimpfte sie mich als Verräterin, da ich ihr nicht geholfen hatte. Ich bin doch nicht diejenige gewesen, die das Haus und unsere Großmutter verlassen hat. Ich habe einen guten Job und einen wundervollen Freund gefunden. All das hätte sie auch erreichen können. Hallo? Wer bist du denn? Was ist in diesem Haus passiert? Punkt. Ja, mehr würde ich da auch nicht schreiben. Es will in das Schlafzimmer eindringen. Ich sah, wie sich der Griff bewegte. Ich traute mich nicht mehr raus. Hilfe, bitte komm da, bitte hilft doch irgendjemand. Ich wollte gerade sagen, warum hat sie denn nicht irgendjemanden gefragt, ob mal vorbeikommt? Irgendjemand, eben Polizei oder sonst was? Das frage ich mich immer bei solchen Sachen. Ein Priester, keine Ahnung. Sie hat es in Eile in ihr Tagebuch gekritzelt, irgendetwas. Oder irgendjemand muss ihr große Angst eingejagt haben, als er oder es versuchte, in das Schlafzimmer einzudringen. Litt sie einfach unter Wahnvorstellungen? Nein, du hast doch selber gesehen, du doofe Kuh. Hoffentlich hast du dich gut ausgeruht, denn ich werde kein Auge zu bekommen. Hier, ist deiner. Geht nicht, okay. Zurück. Denn wir haben ja doch recht interessante Sachen hier gerade. Ein Loch. Anti-Rost-Spray. Oh wei, es sieht aus, als hätte jemand einen blutüberströmten Körper langgezogen. Die dunkle Passage führt nach unten. Irgendwie fühle ich mich beobachtet. Fleckenentferner. Feuerzeug. Die Passage wirkt endlos. Okay, ich kann anscheinend wirklich noch nicht hier rein. Wir gehen erst einmal wieder zurück. Warte mal eben. Tresorschlüssel. Gehen dann zum Tresor. Und in diesem Tresor... Achso. In diesem Tresor haben wir noch einen Totenkopf. Wir brauchen 7, okay? Auf der fehlenden Seite stand etwas geschrieben. Ich kann die Umrisse noch erkennen. Wenn ich einen Bleistift hätte... Wir haben einen Bleistift. Hier ist er. Erstelle eine Zeichnung, die auf... Der anderen basiert, fahre mit dem Bleistift über das Blatt. Achso. Das ist mir zu schwer. Ist das nicht dieses Ding mit den, wofür wir den Arm noch brauchen? Von der Schachtel? Ich bin echt happy, dass ich die meisten Sachen einfach wirklich gar nicht mehr weiß. Ja, okay. Diese blöde Spinne, ne? Erst einmal gehe ich hier hin, weil das ist dreckig. Dann machen wir das mal sauber.
Wir haben einen Zahn gefunden. Wunderschön. Ist das etwa ein menschlicher Zahn? Da hat aber jemand viel geblutet. Dann haben wir Anti-Rost-Spray. Das brauche ich nicht hierfür. Ah, da war noch eine Sache verrostet. Die hier war verrostet. Okay. Spray. Backseat Gaming bei Wimmelbit spielen ist sicherlich hart, aber versucht es irgendwie zu vermeiden. Denn ich habe die Gebrauchsanleitung für den Föhn gefunden. Die war gut weggesperrt, denn die ist sehr gefährlich. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Habe vergessen, was ich vorher machen wollte. Gehe nach oben. Und drücke einfach mal auf die Karte, weil ich doof bin, dass ich die ganze Zeit vergesse, dass ich das ja machen kann. Da, Badezimmer. Okay. Achtung, wir haben die Gebrauchsanleitung. Verwende die Teile zur Reparatur des Föhns. Schau dir die Gebrauchsanweisung für weitere Tipps an. Willst du mich verarschen? Okay, keine Panik, das kriege ich hin. Ich weiß ja nicht, welche Farbe. Ah doch, guck mal, ich kann das so sehen. Okay. Ja, so. Dann müsste der hier... Ne, und der hier weg. Nein, der weg. Der, ja. Und dann haben wir noch dieses Ding hier. So. Und dann haben wir noch zwei Runde. Warte ganz kurz, hier unten muss noch. So. Die Runden kommen hier hin. Ich würde sagen, der mit dem Dicken kommt dahin und der andere kommt hier hin. Das hier kommt nach oben. Okay. Diese Gebrauchsanweisung. So. Dann gehen wir hier hin, weil wir haben die Pinzette. Schnappen uns den Ring. Tada! Was machen wir denn damit? Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann ja schon mal hier hingehen. Die ganze Zeit, ob im Hintergrund jemand läuft. Aber hier. Der Griff fehlt. Ja genau, den wollte ich ja jetzt machen. Ich dachte, da wird wieder irgendjemand stehen. Wir brauchen immer noch einen Eimer. Ich würde auch gerne meine Taschenlampe mitnehmen. So, jetzt aber. Also. Ich habe einen Föhn. Das war ja wirklich einfach. Was für ein schneller Entfrost-Durchgang. Zurück zum Brunnen. Eimer an dem Brunnen. So. Jetzt runter und wieder hoch. Und wir haben einen Anhänger gefunden. Der Anhänger meiner Mutter, den meine Mutter Heather gegeben hat. Warum lag er da? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass wir jetzt wieder hier hin können. Hier. Warte mal. Willst du mich veräppeln? Nimm diesen Zahn. Nimm diesen Ring. Nimm dieses Feuerzeug. Ach, das ist das fehlende Teil. Oh Mann. Komm, hier. Ich bin mir nicht sicher, dass ich das vorher schon machen konnte. Aber ist ja auch egal. Alles nach und nach. Scheiß drauf. So, könnte ich das bitte nochmal angucken? 1, 2, 3. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal in das Zimmer. Das Zimmer war... hier. Denn das ist hier auf dem Badezimmertisch. Okay, oben rechts. 3 und dann einen da drunter. Ach du Scheiße. Der ist wichtig. Der kommt auf den dritten. So, jetzt ist es richtig.
Wir haben das Sternmedaillon. Wir kommen jetzt dahin, wo die Haare sind. Zu der Tür. Abkürzung. Ist einfach besser. Gerade auf der Space ist es wirklich besser. Okay. Ich weiß wirklich nichts mehr. Was das echt ekelhaft ist. Alles klar. Sie versteht mich. Sie wird mir helfen, Rache zu nehmen. Bevor ich sie fand, war ich so alleine. Heather. Es tut mir... Heather. Es tut mir wirklich leid, dass du das alles alleine durchstehen musstest. Wir haben ein Messer. Es steckt so fest drin, dass ich es kein Millimeter... dass sich kein Millimeter bewegen lässt. Schade, denn es ist wirklich ein schöner Dolch. Oh ja, guck mal hier. Was haben die Zeichnungen zu bedeuten? Sehen? Fühlen? Schmecken? Kamm und Herz. Okay, warte. Wir haben noch den Zahn. Einen Moment, ja? Zahn. Ring. Okay. Ich glaube, da ist etwas in der großen Kerze versteckt. Vielleicht soll ich sie anzünden. Wo war das nochmal? Bei der Uhr. Bei der Uhr, okay. Da sind die ganzen Messer versteckt. An einigen Messern hängen Schlüssel. Ich muss die Messer herausziehen, sonst komme ich nicht an die Schlüssel dran. Ja, dann. Sag mal, ich habe eine Idee. Mach es doch einfach. Will sie nicht. Okay. Dann machen wir das später. Hier noch irgendwas hier. Nein. Wir gehen wieder zur Uhr. Es ist doch noch nicht vorbei. Heute gab es übrigens gefüllte Zucchini. War sehr lecker. Eine Hake, damit wir jetzt draußen... Oh Mann, das ist so doof einfach. Ganz im Ernst. Das kann man auch ohne Hake machen. Sie machen es aber ganz schön spannend. Oh mein Gott. Ich weiß, wofür ich das brauche. Wieder zurück. Warte. Ich frage mich auch, ob ich das Rätsel mit der Kutsche auch hätte lösen können, wenn ich das eine Bild jetzt noch gar nicht fertig gemacht hätte. So. Zack. Und da hatten wir ja die Zeichnung. Irgendwo. Bitte sag mir, dass sie hier drin ist. Die Zeichnung. Ich klicke nicht auf Hinweise. Die Zeichnung, die im Safe war. Verdammte Scheiße nochmal. Zeichnung, die im Safe war. Sag mal. Ich gehe nur mal kurz nach oben. Die Puppe da unten. Ich meine, das hier irritiert mich so hart. Hier ist nichts mehr da. Ich kann auf Hinweis... Ah, okay, alles in Ordnung. Kein Spoiler. Ah, super. Also da machst du den Arm hoch und da nach unten. Gut. Natürlich sehr komisch nach unten, aber ich werde es schon irgendwie hinkriegen. So, da winkt er dann so ein bisschen. Einfach ganz normal. So. Und der andere guckt so nach unten. Also ein bisschen. So. So. Nicht? So. So. Der ist. Also ich finde den hier eigentlich schon richtig. Ich meine, so gerade ist er doch gar nicht, oder? Ich meine, ich könnte ihn vielleicht noch ein Stückchen nach oben packen. Oh, guck mal, dann ist er zu weit oben. Der andere ist der falsche. Der andere geht so, so und dann so ein bisschen.
Was mache ich denn hier verkehrt, verdammt? Das ist voll richtig. Entschuldigung. Ja, okay, er hat den. Doch, der ist richtig. Wirklich jetzt. Hier so? So? Ne, der geht schon ein bisschen nach unten und dann gerade nach oben. Fertig ist das. Ja, super. Doof. Eine Sonnenbrille. Daran erinnere ich mich, die mochte Heather so gerne. Ich kann es verstehen. Wir müssen jetzt wieder hier rein. Das sind dann nämlich die Augen. So, wir brauchen jetzt noch, so wie es aussieht, brauchen wir Haare von ihr. Dafür würde ich eigentlich nochmal ins Badezimmer gehen. Wir können hier was machen? Was habe ich denn übersehen? Ich habe keine Haare von ihr. Und das hier ließ er mich ja gerade schon nicht rausziehen. Ich hab's gleich sofort. Es ist alles in Ordnung. Nur noch eine Sekunde. Wie kann es sein, dass die Kerzen immer noch brennen? Ah, hier! Ich habe einen Öffner gefunden. Einen Öffner für diese Dose, oder? Ja. Verrostet. Plastikbeutel. Die Dose habe ich gerade nicht gesehen. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, die Schublade wäre gemeint. Okay, wir haben einen Plastikbeutel. Das ist unfassbar. Was mache ich jetzt mit diesem Plastikbeutel? Ich muss auf die Karte gehen. Scheiße. Verbrenne die Puppe. Den Plastik. Was zur Hölle? Ich brauche Haare oder irgendeinen Kopfschmuck von ihr. Hier. Könnte es sich um das Haar meiner Schwester handeln? Ich würde da immer noch gerne reingehen. Ich will wissen, was das für ein Raum ist. Ich meine. Tipp ist ja, wenn ich jetzt hier auf Tipp klicke, ne? Das ist die Karte, die darf ich benutzen. Jawohl. Und das sind halt auch Abkürzungen. Ist ja super. Achso, ja, da bin ich wieder. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dies könnte nützlich sein. Ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Und wir wollen mal runter.
Jetzt sind wir wieder hier oben. Da gehe ich sicherlich nicht runter, es ist viel zu dunkel. Hier. Oh, es geht sogar. Okay. Dort liegt etwas, aber es ist stockfinster und ich kann nichts erkennen. Ah, da. The police told me my sister had been dead for years. They asked me if I'd noticed anything. I lied. Treehouse. We used to spend all our time there. What was she trying to tell me? Ich muss sagen, ich war damals, als ich das gespielt habe, voll überrascht, weil sowas hätte ich in einem Wimmelbildspiel tatsächlich gar nicht erwartet. Und auch wenn die Mittel wahrscheinlich von den Entwicklern hier ein bisschen begrenzt sind, fand ich das eigentlich schon voll dramatisch, weil du liest halt immer, dass deine Schwester voll Angst hatte, du hast deine Schwester so lange nicht mehr gesehen und dann findest du deine Schwester da einfach schon, also die wirklich verrottete Leiche im Keller. Wieso wirklich noch mit letzter Kraft ein Hinweis? Das fand ich. Könntest du mal bitte die Musik weitergehen? Es ist gerade voll dramatisch. Das fand ich irgendwie ganz furchtbar. Und ich dachte eigentlich, das spielt halt nur in diesem einen Haus, aber das ist ein weiterer Ort. Und es wird halt echt noch ganz cool. Muss ich wieder weiterhin sagen. Es wird wirklich noch ganz cool. Und wie gesagt, das ist einfach ganz schrecklich. Und Wimmelbildspiele hin oder her. Auch wenn sie natürlich einen Ruf haben, besonders scheiße zu sein manchmal. Ich finde, was viele Wimmelbildspiele gemeinsam haben, ist wirklich, dass sie so grafisch aufwendig, also wirklich Grim Tales, lass es sein, wie es ist. Es ist aber echt schön gezeichnet und die Animationen und so. Ist doch trotzdem ganz komisch und wirklich auch mit jedem Teil wurde es irgendwie beschissener, leider. Und ja, das Wasser kann nicht ablaufen, da die Blätter vor dem Abfluss liegen. Die kann man jetzt mit der Hand entfernen. Das macht sie aber nicht. Der Briefkasten ist abgeschlossen. Wieso sollte es auch anders sein?